Piraten spricht Herr Kollege Schulz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und zu Hause, Aktuelle Stunde zum Haushalt, zur Haushaltsentwicklung hin zur Schuldenbremse 2020, die Antizipation der Haushaltsberatung, die wir eigentlich nach der Sommerpause vorgesehen haben. Können wir machen? Gut. Die Aktualität ergibt sich aus den vorgelegten Zahlen zweier Wirtschaftsforschungsinstitute in Nordrhein-Westfalen. Sie sind, so neu sie sind oder so aktuell sie sind, so erwartbar waren sie gleichwohl. Und wir könnten natürlich auch den Geschäftsklimaindex für NRW nochmal, wie es Herr Kollege Oppenrink gemacht hat, zitieren. Er hat natürlich nur bedingt Auswirkungen auf die Entwicklung der finanziellen Lage in Nordrhein-Westfalen, weil das ja nun auch wieder damit zusammenhängt, ob und inwieweit hier die Zinsentwicklung davon dann in Abhängigkeit zu bringen ist und sein wird. Wir haben im Moment ein extrem niedriges Zinsniveau innerhalb Europas. Das wirkt sich natürlich zum einen positiv auch auf Nordrhein-Westfalen aus. Andererseits ist es richtig, dass, wie gesagt worden ist von Herrn Kollegen Mostovizade oder was Herr Kollege Börschel, dass in die mittelfristige Finanzplanung und in den Schuldenabbaupfad auch eine Erhöhung der Zinslast zumindest moderat eingerechnet ist. Allerdings muss man eines feststellen. Der Landesrechnungshof NRW warnt bereits in der vergangenen Legislaturperiode, nämlich im Januar 2012, davor wie folgt. Der Landesrechnungshof hat Zweifel, ob die vorgesehene gegenüber den Vorjahren nochmals erhöhte globale Minderausgabe von 750 Millionen seinerzeit für eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung geeignet ist. Da sind wir an einem Punkt, der ja für jeden Landeshaushälter, für jeden Finanzminister auch einen schönen Spielball bedeutet, nämlich die Globalposten, die eingerechnet sind im Haushalt. Es ist ja nicht nur zweifelhaft, ob die Globalposten für eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung geeignet sind, so wie es der Landesrechnungshof auch bezweifelt. Vielmehr sind die Globalposten ein Instrument auch der Verschleierung. Und wir Piraten haben vom ersten Tag an, wo wir hier im Landtag zum Haushalt mitdebattiert haben, gesagt, wir müssen die Globalpositionen, egal ob es auf dem Bereich der Minderausgabe oder auch im Bereich der Mehrausgabe liegt, offenlegen. Wir müssen sie transparent machen. Wir müssen den Menschen sagen, wo hier gespart werden soll. Denn die Globalausgaben von roundabout 800 Millionen Euro, gut, jetzt für 2014 sind sie angesetzt im Plan mit 672 Millionen Euro. Es muss den Menschen gesagt werden, wo die Einsparungen, wo die Daumenschrauben angesetzt werden sollen in den jeweiligen Ressorts. Denn auf der einen Seite reden wir von Kibitz, wir reden von Inklusion, wir reden von Mehrausgaben, die gerade auch im Bereich Bildung wichtig und notwendig sind. Auf der anderen Seite soll in denselben Ressorts teilweise ja auch nun wiederum eingespart werden. Das deckt sich nicht. Also machen Sie es offen, Herr Finanzminister. Ich meine, der nächste Haushalt ist sicherlich ein guter Ansatzpunkt dafür, jetzt schon mal sich Gedanken zumindest darüber zu machen, wie die Globalpositionen mal offengelegt werden. Also das ist bereits jetzt eine prospektive Forderung, die wir nicht erst neuerlich, sondern von Anfang an der Legislaturperiode gestellt haben. Und nach wie vor ist natürlich auch nicht ausgewiesen, wie die Mehreinnahmen erzielt werden und woraus diese kommen sollen. Und auch in der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung bis 2017 wird letztendlich, das ist ja auch schon teilweise angeklungen, ein wenig Schönfärberei betrieben, denn in den Schaubildern und Grafiken sind Ausgaben in Milliardenhöhe nicht enthalten, die das Land für die Abwicklung beispielsweise der ehemaligen West-RB noch sicher wird aufwenden müssen. Das hat der Finanzminister hier am Pult ja nun auch schon mehrfach betont. Und sie tauchen einfach nicht auf. Wir wissen nicht, wann sie ausgegeben werden müssen. Natürlich wird immer mit Recht behauptet, es handelt sich dabei nicht um strukturelle Ausgaben, sodass sie also in den Bereich der Schuldenbremsproblematik nicht unbedingt reinfallen. Auf der anderen Seite muss das Geld ja nun mal irgendwo herkommen. Es wird nicht irgendwo geparkt und liegt nicht auf der Bank rum. Und wenn es auf der Bank rumliegt, muss man es holen und dafür muss man Zinsen zahlen. Und die Zinsen, die dafür aufgewendet werden müssen, die sind immer auch struktureller Natur. Und die werden selbstverständlich dann auch in den Bereich der Frage, ob 2020 die Null erreicht werden kann, mit eingerechnet. Und kommen wir noch mal
zum Bericht des Landesrechnungshofs für 2013. Da steht auch noch mal ganz klar, der Landesrechnungshof, und wenn wir alle Wirtschaftsforschungsinstitute, weil sie vielleicht irgendwie politisch gefärbt sind, einfach mal außen vor lassen, dann nehmen wir einfach mal nur den Landesrechnungshof, und der sagt, dass der aufgezeigte Verlauf der Netto-Neuverschuldung durch die Landesregierung, aufgezeigte Verlauf der Netto-Neuverschuldung, die zielorientierte Rückführung der Netto-Neuverschuldung bis auf Null in 2020 nicht, diese der Planung nicht zu entnehmen ist. Der Landesrechnungshof hat auch immer wieder betont, in allen vorangegangenen Jahren, dass der Schuldenabbaupfad auch bis hin zu 2020 von Seiten der Landesregierung im Prinzip um 500 Millionen Euro jährlich gerissen wird. Das geht ganz klar aus dem Bericht des Landesrechnungshofs hervor. Und wie auch schon in einer letzten Aktuellen Stunde und dann aber auch heute wieder angedeutet von Herrn Kollegen Börschel, dass die Netto-Neuverschuldung ja nun mal sinkt, also von 2014 auf 2015 500 Millionen, von 15 auf 16 um 300 Millionen, von 16 auf 17 wiederum um 300 Millionen. Und dann, Moment, dann sind wir 2017 bei 1,3 Milliarden Euro Netto-Neuverschuldung. Und dann erinnere ich mich an einen Debattenbeitrag von dem Kollegen Hahn letztens, der dann sagte, ja, und dann liegen wir 2020 bei Null. So, jetzt muss man das mal sehen. 2017 1,3 Milliarden bei einer schrittweisen Rückführung um 300 Millionen. Rechnen wir das weiter, bleibt einfach was übrig. Denn dann haben wir nur noch 2018, 2019, 2020 und dann bleiben am Ende rund 700, 800 Millionen Euro übrig. Und das ist auch die Prognose, die der Landesrechnungshof aufmacht. Wenn das so weitergeht, landen wir 2020 nicht bei Null, sondern bei rund einer Milliarde Euro Netto-Neuverschuldung. Und das muss mal geklärt werden. Da haben wir aber noch verschiedene Dinge gar nicht mit eingerechnet, die nämlich auch wiederum struktureller Natur sind. Sie wurden auch hier schon erwähnt. Nicht eingerechnet ist nämlich, dass möglicherweise aufgrund eines Verfassungsgerichtshofsentscheidung die Beamtenbesoldung nachgezahlt werden muss. Nicht eingerechnet sind möglicherweise weitere Steigerungsraten im Personalbereich aufgrund Tarifanpassungen. Nicht eingerechnet sind aber auch die Milliardenlasten, wie ich es bereits erwähnte, aus der Konsolidierung des West-LB-Desasters. Die Redezeit. Danke. Ich komme zum Ende, Frau Präsidentin. Sehr schön. Also, Herr Finanzminister, sagen Sie den Menschen in NRW, dass Sie weiterhin im Bereich von Bildung und Sozialem und der Daseinsvorsorge und nicht zuletzt der Restaurierung der Infrastruktur Einbußen werden hinnehmen müssen? Oder sagen Sie den Menschen, wie Sie das hinbekommen wollen, auf der einen Seite die Verfassung zu halten bis 2020 in Ihrem Schuldenabbaupfad und auf der anderen Seite auch dafür Sorge tragen, dass den Menschen hier in Nordrhein-Westfalen entsprechende Leistungen zugutekommen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz.